Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind hier gerade beim Wolfsclan angekommen. Und ich hatte auch kurz überlegt, warum es Wolfsclan heißt. Also mittlerweile weiß ich es. Weil die hier Wölfe haben. Und die hier, die Golemwächter, die sind ja von Xardas. Das heißt eigentlich, Xardas muss noch weiter im Norden sein. Beim Hammerclan waren wir ja schon. Aber ist er wirklich weiter im Norden irgendwo hier? Oder ist er wirklich da, wo ich die Theorie habe, dort? Ich will irgendwie ihn eher mehr suchen und finden, wenn wir schon hier im Norden sind. Es ist auch übrigens schon dunkel. Ich gucke mal, ob ich ein Bett klauen darf. Hier ist ja ein Bett. Ich bediene mich hier einfach. Dass ich nicht benutzen kann. Okay. Kann das Bett nicht benutzen. Rune, hi. Gibt es hier vielleicht irgendwo anders noch ein Bett, was ich benutzen darf? Ich glaube, ich will das gar nicht tun. Oga, du bist keiner von den Jägern aus Faring. Was willst du hier? Alles klar? Alles klar? Nein, mir ist langweilig. Jetzt, wo die Golems da sind, braucht man mich noch nicht mal zum Kämpfen. Meine Axt rostet schon ein. Wie wär's mit einem kleinen Übungskampf? Wie wär's mit einem kleinen Übungskampf? Gerne. Aber worum kämpfen wir? Um Gold? Um die Ehre. Um die Ehre. Wie du meinst. Wer zuerst zu Boden geht, hat verloren. Aber wir machen ein echtes Duell. Kein Angriff von hinten. Oder ähnliche Spielchen. Ich bin übrigens auf der Suche nach Xardas. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der schwarze Magier? Ja, der war hier. Er hat lange mit Grimm gesprochen. Worum ging's? Erz. Xardas brauchte Erz. Als Gegenleistung hat er uns diese Eismonster dagelassen. Sie bewachen jetzt unser Dorf. Okay. Grimm schickt mir. Er meint, du kannst mich begleiten. Oder warte. Ich speichere einmal. Dann boxen wir uns mit dem. Komm, lass uns kämpfen. Lass uns kämpfen. Zieh deine Waffe. Komm her. Es ist ein Übungskampf. Komm schon, das schaffst du! Lass dir das nicht bieten! Acht auf deine Deckung! Lass dir das nicht bieten! So. Okay, jetzt hat er mich erwischt. Okay, jetzt hat er mich wieder erwischt. Das gibt's doch gar nicht. So, Rufen Norton. So, seine Sachen gehören jetzt mir. Rufen Wolfsclan. Warte mal, was? Wie viel? Wolfsclan ist hier. Ruf 14 haben wir jetzt hier. Nice. So, ich würde trotzdem gerne irgendwo pennen. Ich will aber auch nochmal kurz mit ihm reden. Wir haben um die Ehre gekämpft. Scheiße. Gold. Tut das weh? Du bist ein guter Krieger. Deine Feinde sollten dich fürchten. Keine Sorge. Ich bin froh, dass ich nicht dein Feind bin. Noch nicht, okay. Grimm schickt mich. Er meint, du kannst mich begleiten. Grimm schickt mich. Er meint, du kannst mich begleiten. Worum geht's? Die Brücke im Süden. Da treiben sich immer wieder Orks rum. So ein paar Orks erledige ich vor dem Frühstück. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Starker Kämpfer mit großen Waffen. Zeig mir, wie ich Meister im Umgang mit großen Waffen. Wie töte ich einen Ork? Das wäre auch nicht schlecht. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Okay. Gehen wir zusammen. Gehen wir zusammen? Klar. Ich werde dir mal zeigen, wie man eine gute Axt schwingt. Okay, geh mit Hroga zur Südbrücke. Der folgt mir jetzt, oder? Kommst du mit? Der hat wieder eine Axt. Was ist denn das eigentlich für eine Axt, die wir haben? Von ihm genommen? Hier, Barbarenstreitaxt. Ah! Wir brauchen mehr von diesen Barbarenstreitäxten. Die sind ordentlich Gold wert.
So, und die Orks, die da vorne waren, sind ja alle hinüber. Chillt er jetzt hier oder wie? Hoga? Keine Ahnung, was mit ihm ist. Aber hier gibt's keine Orks mehr. Oder wo geht er hin? Boga? Wo bist du hin? Ich sehe nicht mehr. Da. Warte mal. Wo geht er hin? Okay, Säbelzahnkatze. So. Da! Da! Hoga, da schlafst du wohl. Die schaffst du wohl, oder? Da! Da! Er gegen drei, ich gegen ein. Orks kein Problem, aber die Katzen? Nee. Ich loote die dann nur. Nein, 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 nein! Verdammt. Ich weiß ja nicht, wie viel Leben Roga noch hat. So. Die haben wir. Fuck. Das war jetzt so. Das war jetzt echt doof. Vielleicht sind da noch ein paar andere Orks oder so. Vielleicht können wir die alle gegeneinander aufhetzen. Denn Hoga brauchen wir eigentlich noch lebendig. Der kann uns beibringen, wie wir Orktöter werden. So, nochmal Heiltrank. Oder warte mal, wenn wir einfach so durchgehen, müssten da vorne dann Orks sein, ne? Das sind vier. Okay, der wird uns auch noch Probleme machen. Sind hier keine... Wo sollen die Orks sein? Ah, die waren das. Okay. Noch ein Problem mehr. Und wohl eine Katze? Hoga! Hoga! Schon wieder eins von diesen Viechern. So, eines. So, jetzt Hoga. Brauche ich dich wieder. Nein. So, das war's mit dir. Alter. Ein haben wir schon mal.
So, noch ein Heiltrank, würde ich sagen. So, warte mal. So, da bin ich wieder. Einmal noch mal kurz speichern. Ja, gerade ich bin hier noch dabei, bei Helnok parallel zuzuschauen und gerade gesehen, dass da jemand Spam-Nachrichten reingeballert hat. Muss kurz sperren. So. So gewonnen. Kann ich vielleicht so? Einen erstmal vielleicht? Während er gegen die anderen drei da. Ach komm. Ich muss ihm irgendwie helfen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. So, einmal Waffe wechseln. Okay, den haben wir. Das heißt, das wieder gespeichert und wieder aufladen hier leben. So. Einen muss ich jetzt anlocken. Der ist jetzt hinter mir her. Toll. Da! 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 So, ja. Geschafft. So, nochmal Heiltrank. Und dann helfen wir dem Kollegen da hinten. Dass wir sonst... Sehr, sehr gefährlich für uns. So, den Fall nehmen wir noch mit. Ich hoffe, der hat noch genug Leben. Der ist schon zu nah an dem Troll. Wie viel Leben hat er? Da! Dem hast du. So, das war's mit dir. Jo. Wie viel Leben hast du noch? Okay, der hat noch einiges. Zum Glück. Jetzt. Du hast es so gewollt. So, auf den Hochhauen. So, komm. Ja. Jetzt haben wir sie alle. Einmal schnell speichern. Und was voran? Er kann sich erstmal um die anderen... Was haben wir hier? Wolfskraut. So, bisschen Fleisch. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die Orks sein sollen, die er meint. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben er hat. Hat wir jetzt noch einen Spaß. Du hast es so gebrüht. Okay, der ist jetzt hinter mir her. Jetzt will der hier was. Alter, wie schnell sind die denn? Okay, schnell. Wo ist der andere? Okay, er hat noch eigentlich genug Leben. So, einmal aufladen. So. Da. Oh, das wäre erledigt. So, hier noch ein Eiswolf. Okay, das ist ein bisschen... Ich finde eigentlich hier schon ein bisschen heftig, wie stark die Kreaturen sind. Nordmar.
Macht eigentlich die Stärke an sich hier schon einen Unterschied? Er hat auch fast gar kein Leben mehr. Wenn ich jetzt ein bisschen weggehe. Und er dann quasi so verschwunden ist und ich dann da wieder hingehe. Hat er wieder volles Leben? Das Nein. sind sie. Ich werde dich töten. Okay, Wer will. Okay, der ist. Wer will zuerst was von mir? Da! 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 Nein! Okay, wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Dass er auch sofort auf alle losgeht, direkt da rein, dass alle vier gleich da auf uns zugehen. Müssen wir auch irgendwie gelöst kriegen. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir erstmal nur einen anlocken. Das sind sie. Ich werde dich töten. Er hat wieder volles Leben, immerhin. So. Okay, zwei gegen einen immer. Rennt da Hoga auch immer sofort rein. Unglaublich. Direkt in sein Verderben. Und mein. Kann ich auch vielleicht einfach an ihm vorbei? Wenn ich so rum an ihm vorbei renne? Würde ich hier einmal speichern, dann kann ich vielleicht einen anlocken. Da kommt einer, okay. Jetzt gehörst du mir. Gegen einen schaffen wir wohl. So, komm. So, den haben wir. Den ersten, nice. Das kann gespeichert werden. Können wir den nächsten anlocken? Okay, das war doof. Hey, jetzt. So, jetzt brauche ich wieder. Jetzt brauche ich definitiv einen Heiltrank. Ich brauche mehr Heiltränke. Die werden auch wieder knapp. Und nochmal speichern. Dann sind nur noch zwei übrig. Jetzt gehörst du
Was ist mit ihm? Ich wollte schon sagen. Komm, hier bin ich. So, ja. So, erstmal ein bisschen Ausdauer. Der hat zwar jetzt nicht mehr so viel Leben. Okay, nice. Jetzt wieder was puttern. Wir müssen wieder was grillen. So, und nochmal speichern. Dann ist da nur noch der eine. Ich gehe von aus, dass nur der eine ist. Der legendäre Kampf auf der Brücke hier. Okay, Hoga, jetzt brauche ich deine Hilfe. Bleib stehen, Hoga! So, ein Heiltrank. Hoga! Ja, fertig! Bin ich gut oder bin ich gut? So. Jetzt haben wir's. Das können wir speichern. Alle fast alleine geschafft. Das sind sie. Ja, die sind schon erledigt. Ha, denen haben wir es gezeigt. Die kommen nicht wieder. Was jetzt? Zurück ins Dorf. Hier draußen frieren wir uns nur die Eier ab. Verstehe. Alles klar. Geht mit Hoga zur Südbrücke. Questerfolg. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, ist das der Weg ins Dorf? Was haben wir denn hier? Klingenstab. Ist hier etwas getötet worden? Also ein Ork getötet worden, von dem ich nichts weiß? Na, ich gehe auf jeden Fall wieder ins Dorf. Ich hoffe, der kommt dann auch hinterher irgendwann. Und hier ist jetzt zumindest der Weg frei. Und danach würde ich mich eigentlich weiter auf die Suche nach Xardas machen. So, die Waldbeere nehmen wir mit. Vielleicht auch nochmal kurz einen kleinen Abstecher zum Hammerclan, weil wir haben ja jetzt alles beisammen, um den Dingens hier zu machen. Warte mal. Schattenzepter, wofür brauchen wir den nochmal? Hier nicht die Klauen. Hier, Zahneis Säbelzahntigers. Hier Stück. Wir haben noch 3 Waffenbündel, wofür wir auch immer die brauchen. Irgendwo werden wir die nochmal brauchen müssen. In Vengard haben wir aber auch noch ein paar Quests, glaube ich, oder? So. Garik? Ne, ihm kann ich nichts Neues sagen. Okay. Aber echt, ganz ehrlich. Mit so einem Ausschnitt frieren die sich nicht? Alles bedeckt, nur der Ausschnitt muss da sein.
Den muss doch arschkalt sein, wirklich. So, hier gab es eine Schmiede. So, Nordmar, Meisterschwert. Ein machen wir. Dann gucken wir uns mal an, wie. So. Klingenschaden 100. 110 machen. Moment mal. Dann rüsten wir doch den aus. Dann können wir den auch noch mal ein bisschen schleifen, wenn der besser ist als Wenzels Schwert. Das bringt nichts. Nein. So nicht. So nicht. Das bringt nichts. Also der macht jetzt dann insgesamt 110 Schaden. Warte, haben wir noch Gift? Wir haben kein Gift mehr, okay. Wie viel ist der wert? 5600, okay. Und die Axt, hier, die hier, 9800. Die ist aber auch abgenutzt, okay. Gehen wir mal nach oben. Sagen wir mal Grimm Bescheid. Der letzte Scheiß. Da ist er. Verdammt, was ist los? Okay, kann ich nicht Bescheid sagen. Kann ich mich einfach auf den Thron setzen? Ja, würde mir gefallen. So, ich möchte gerne dein Bett benutzen, wenn ich darf. Dann nicht. Gibt es überhaupt ein Bett, das ich benutzen darf? Ist das dein Ernst? Ich hätte gerne wieder Tag. Haben die hier nicht irgendwie etwas, wo man Gäste empfängt, damit die schlafen können? Das sieht aus wie ein Bett, das man benutzen kann. Ja. So, bis zum nächsten Morgen. Dann müsste es jetzt hell sein. Hoffentlich. Okay, nice. Das wird gespeichert. Und dann würde ich Richtung Hammerclan mal gehen. Wenn es das Schwert behalten wir erstmal. Wo geht's runter? Ich würde sagen hier. Müssen wir kurz überlegen, wie kommen wir am besten hier zum Hammerclan? Gibt es hier Schilder, die sagen, wo es zum Hammerclan geht? Wohin führt das Schild? Hammerclan. Ah! Holzfäller? Corvin, ich habe eine Ladung Schinken von Rune. Ich habe eine Ladung Schinken von Rune. Wird doch Zeit. Die Jungs werden schon ungeduldig. Bär. Hatten wir schon lange nicht mehr. Den Rest gibst du am besten direkt den Jungs. Okay, und wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich mache mir Sorgen wegen der Spuren, die wir gefunden haben. Was für Spuren habt ihr gefunden? Was für Spuren habt ihr gefunden? Säbelzähne. Sogar ziemlich große, wie es scheint. Hier ist uns Dorf. Ich habe nach Bogir geschickt. Aber er kommt nicht. Jemand muss sich um die Biester kümmern.
Ich werde mich drum kümmern. Ist mir recht. Egal, wer die Tiere erlegt. Hauptsache, wir können uns wieder komplett auf die Arbeit konzentrieren. Okay, wo habt ihr die Spuren gefunden? Hier, den Hügel hoch. Nicht weit von unserem Lager. Sei vorsichtig. Ein ausgewachsener Säbelzahn ist kein Kinderspiel. Okay. Willst du Schinken? Klar, immer her mit dem Zeug. Hier, Schinken. Ich dachte schon, Rune hätte uns vergessen. Der Schinken ist doch von Rune, oder? Ja, hier. So, Holzfäller. Rune schickt mich. Ja, wird auch langsam Zeit. Was gibt's denn? Schinken. Na gut, gib her. So, hier dein Schinken. Bär, danke. So, okay, kann ich mit ihm nochmal reden? Ne. Den Hügel hoch. Aber ich wollte zum Hammerclan. Oder komm, wir gehen nochmal kurz zur Rune. Sagen Bescheid. So, und nehmen das hier auch nochmal mit. Obwohl die Säbelzahntiger da hinten sind eigentlich erledigt. Das waren ja vier. Waren das die, die gemeint waren? So, suchen wir nochmal Rune. Wo ist jetzt eigentlich Pogger? Ist er wieder da oder ist er noch da unten irgendwo am Rumlungern? Also Gunnar. So, Rune. Der Schinken ist verteilt. Gut. Hier ist ein Schinken für dich. Brauchst du sonst noch was? Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Leichte Nordmar-Rüstung. Nordmar-Rüstung und schwere Nordmar-Rüstung. Ich würde zur Not die hier aufbewahren und gebe ihm das hier. Trollfell. Klauen. Fell eines Säbelzahntigers gebe ich ihm mal ab. Ich glaube, naja, die Eiswolffelle, die brauchen wir noch. Hier haben wir 16 Schinken insgesamt. Hier haben wir nichts für ihn, hier nichts. Das behalten wir. Die darf er haben. Das darf er haben. Und das hier. Und als Ausgleich nehmen wir den hier. Die hier. Und der Rest ist Gold. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Fleisch. Dann können wir das speichern und dann wieder runter. Gunnar? Okay. Warte mal, mit Bogi musste ich nochmal reden, genau. Wegen den Säbelzahntigern. Ja, warum nicht? Bogi? Bring mir was über die Jagdpfeil? Nee. Hier war der Weg runter. Erstmal ein bisschen anschubsen. So. Und so. Aber dass die Kriegerin hier vorne bewachen, finde ich auf jeden Fall respektabel. Bei solchen Settings ist es eigentlich selten, dass Frauen irgendwo die Wache übernehmen oder so. Deswegen sind sie ein sehr moderner Stamm. So, Eisenhalm nehmen wir mit. Achso, das sind die Holzfäller da unten.
Nehmen wir mit. Da sind wieder Ripper. Versuchen wir nur einen anzulocken. Ja, nur dich bitte. Ich hoffe, der andere lässt uns in Ruhe. Ja, ist nur der eine zum Glück. Okay, das Ding macht ordentlich Schaden. Nochmal speichern. Warte mal. Dann packe ich den erstmal hier hin. Ist ja nur der, okay. Haben die unten ein Lagerfeuer gehabt? Damit wir da ein bisschen was brutzeln können? Ne, haben die nicht. Ich hätte jetzt gerne Fleisch gebraten. So, einmal noch. Und speichern. Die Waffe müssen wir noch irgendwie segnen und vergiften. Normale Säbelzahntiger. Und da sind Eiswölfe. Wohl, ne, warte. Versuch mal einzeln anzulocken. Die sind ja nur zu dritt da. Der kann mit Feuerwehr. Das ist ein Goblin-Schaman? Goblin-Schamane. Und wo kam der denn plötzlich her? Ich wollte eigentlich nur gegen die Orks. Nicht gegen die Orks, gegen die Eiswölfe. So, den erstmal da runterlocken. Auf Abstand von den anderen. Okay, kriegen wir schon hin. Und nochmal so eine Fleischschwanze. So, erstmal nur ein. Vom Rudel trennen. Obwohl, mittlerweile ist er jetzt ein Pärchen, kein Rudel mehr. Alter, was ist mit dem? Okay, wieder was essen. Und speichern. Dann nur noch den einen Wolf da. So. Okay, weiter. Speichern, weiter. Auf Richtung Hammerclan.
Das sind Bisons, die tun uns nichts. Wollbisons. Hier sind wir jetzt. Okay, oder? Der ist hier alleine. Ah, hier sind wir. So, alles mitnehmen. Bei denen sind wir. Wer wollte jetzt nochmal die Felle haben? Irgendjemand wollte von denen Felle haben. Hier sind schon mal ein paar Felle. Hier sind schon mal ein paar Felle. Gut, aber wir brauchen noch mehr. Jetzt benötigt noch 6 Eisbassfälle und benötigt noch 10 Bisonfälle. So, brutzeln wir erstmal das ganze Fleisch, was wir haben. 26. Nice, wir sind wieder bei 52 Fleisch. So, obwohl das wird jetzt auch wieder weniger. So, und speichern. So, aber das war jetzt nicht der Weg zum Hammerclan. Die Frage ist, wenn wir... Greifen die einen an, die Wollbisons, wenn wir einen angreifen? Das führt zum Wolfsclan. Streitäxte. Das bringt nichts. Nicht während des Kampfes? Okay, warte mal. Haben wir geschafft, okay. So, und was war hier jetzt noch mit? Das bringt nichts. Oh. Nichts zu holen. Wir können hier Grabschänder sein. Interessant zu wissen. So, hier haben wir Fleisch. So. Ich hoffe, die da hinten ist jetzt jede Menge Blut. Was denn da hinten passiert? Speicher einmal, bevor wir weitergehen. Das sieht sehr verdächtig für mich aus. Und hier gibt es Erz. So, 4 Erz geschürft. Nice. So, wieder ausrüsten und wieder einstecken. Der Hirsch hat mich jetzt erschrocken. Okay, hier sind Goblins. Und Nashörner. Ah.
Da! Da! So! So, natürlich, der hat mich jetzt auch gesehen. Da! Da! So, kommen wir an den vorbei? Oder wofür das hin? Zu einem Säbelzahntiger. Kommen wir anderweitig irgendwie vorbei? Natürlich ist da wieder so ein Ogre. Der hat es auf mich abgesehen, aber der ist mir egal. So, wo sind wir? Da vorne ist der Hammerclan. Wir müssen irgendwie an den Wölfen hier vorbei. Hammerclan. Und was haben wir hier? Wolfskraut. Ich glaube, Wolfskraut gibt es hier oben sehr viel. Hammerclan, da wären wir schon. Rowold. So, Mord? Reto? Nee. Gab es hier sonst noch irgendwie was? Genau, wir wollten zu Ingvar. Ingvar hieß der Typ, der uns da was beibringen konnte. Oder Hauke? Zum Schürfercamp noch nicht. Holzfällercamp, Schürfercamp. Irgendwann ist auch das vorbei. Ingvar, bist du da? Nee. Wo war Ingvar? Noch weiter oben, glaube ich. Genau, der muss hier sein, glaube ich. Hör bloß auf mit der Scheiße. Falsche Hütte. Ich denk darüber nach. Mann. Ingvar. Hier ist dein Schwert. Hier ist das Schwert. Lass ihn. Ja. Das ist ein gutes Schwert. Stark und dennoch leicht. Eine gute Arbeit. Was ist jetzt mit der Ausbildung? Was ist mit der Ausbildung? Die Fähigkeiten dazu hast du. Ebenso meine Zustimmung. Doch ich möchte nicht allein entscheiden, ob du geeignet bist. Du nimmst mich auf den Arm. Nein, du strebst nach dem Wissen, das uns Nordmarer stark gemacht hat. Ich möchte sicher gehen, dass es nicht unsere Feinde stark macht. Also, was soll ich tun? Geh zu den anderen Schmelzern. Kalan vom Feuerclan, Larsson vom Wolfsclan und zu Pida. Wenn sie einverstanden sind, bin ich es auch. Wo finde ich Pida? Wo finde ich Pida? Er hat seine Schmiede außerhalb des Dorfes. So, jetzt habe ich mein gutes Schwert einfach so weggegeben. Kann ich die? 10 Jagdgeschickpunkte fehlen mir noch dafür. Okay. Ich habe ein gutes Schwert weggegeben, aber den können wir nochmal machen.
speichere ich trotzdem einfach mal. Und dann muss ich mal schauen, wie ich jetzt weiter nach Norden komme. Oder zum Feuerclan, eventuell. Feuerclan waren wir ja auch noch nicht. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Am besten du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst? Beziehungsweise auch runter zur Schmelze. Ich will jetzt wissen, wie es da aussieht. Da hat sich jetzt auch bestimmt einiges verändert. Hier dürfen auch keine Orks mehr sein. Jo, hier sind die schon ordentlich am Schürfen. So. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Ah, hier war ein Mühlstein, genau. Hatten wir den schon? Den hatten wir schon, okay. Hängt hier einfach mal ein Zombie. So, ich schürfe auch einmal alles. Damit wir möglichst viel Erz haben. Ich will immer noch wissen, wie man da hinkommt. Hier noch überhaupt welches an Erz? Hier. Ich habe irgendwas Großes wieder gehört. So, Jäger. Ich hoffe, der hat nichts gegen, dass ich hier jetzt am Schürfen bin. So, was mit der Ader? Die kann ich nicht, okay. Da ist nichts zu holen. Aber der hier geht. Wieso können wir die andere Erzader da nicht mitnehmen? Okay, da sind noch Orks hinter der Wand. Also hinterm Berg. So, und hier nochmal. So, hier gibt es, glaube ich, jetzt nichts mehr. Wer ist denn das? Richtig. Jäger. Aber trotzdem geht das so. Orktöter. Am besten so, Jäger. Das Krieger. Wer bist du? Schmied. Der heißt einfach nur Schmied. Schmied, Schmied. Mach hier keinen Ärger, klar? Du ich hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich hab euch geholfen, den Scheiß zu befreien. Alter, was sind das denn für Arschlöcher? Sorry. Klar, warum nicht? Ich bin dessen Held hier. Und so reden die mit mir. Frechheit. So, gibt's hier noch mehr Erz? Goldader. Da gibt's dann auch wieder 4 Klumpen. Und noch eine Erzader. Wie viel Erz haben wir jetzt mittlerweile eigentlich? 69, wunderschöne Zahl.
So, hier können wir uns auch noch mal ausruhen und ein bisschen grillen. So, wieder 52. Der schürft hier. Warte mal, der da schürft. Der schürft hier Erz. Und hier nochmal Gold. Dann haben wir gleich hier, dann haben wir gleich alles hier eingesammelt. Da ist ja noch so ein Mühlenstein. Ich glaube, den hatten wir noch nicht, oder? Das ist zu schwer für mich. Okay. Ich brauche mehr schaffbare Mühlensteine. So, hier dürfte es jetzt nichts mehr geben, ne? Außer die Orks da hinten. Dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!